Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald. Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald. Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald. Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Kies und Kreis, ja, Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Mann, 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 so ein Hightech-Bunker hier und noch nicht mal irgendein DVD-Player. Was mache ich denn für mein Entertainment? Was sagen die News? Halli, hallo, Hallöchen. Mein Name ist Kyle Uluglak und ich melde mich mit den Inselwald-News. Heute vom Muschelstrand West. Es gibt Neuigkeiten. Wir haken nach. Na gut, wir haben eine DVD gefunden, ne? Vom Jackass. Jackass Nummer 3. War super. Wir haben die ersten zwei Teile nicht gesehen, aber seitdem ist Selbstverstümmelung bei uns im Trend. Das ist nicht nur witzig, das macht auch richtig Spaß. Ne? Wir lassen den Uluduk, den lassen wir immer mit dem Schädel so lange gegen den Baum klatschen, bis der Rinder ab ist. Ne? Das eine Mal haben wir Kopfsprung gemacht. Der eine setzt sich breitbeinig unten auf den Boden mit dem Hintern nach oben. Zack, Kopfsprung. Wer am tiefsten drin steckt, hat gewonnen. Drei Leute haben gepasst. Okay, das sind wunderbare Nachrichten und extrem ekelhaftes Kopfkino. Ich werde mich einfach weiterhin im Bunker verstecken und mache News, obwohl wir gar keinen Empfang haben. Das war Kyle Uluglak. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Kristallisiert sich da langsam raus, dass Kyle Uluglak einfach nur geistesgestört ist. Ich glaube, die Sachen finden gar nicht statt. Was ist? Ich meine, wer spannt sich breitbeinig mit dem Kopf nach unten irgendwo hin und lässt Leute hinten reinspringen? Ist das der Vorgänger dieser Zirkuskanonen, die es mal gab, irgendwann in den 40ern? So, oh, schaut, die menschliche Kanonenkugel. Und die Leute haben sich dabei alle Knochen gebrochen. Ja, wahrscheinlich war das so. Aber willst du es irgendwie anzweifeln? Vielleicht war es auch einfach eine Dokumentation über Jack-Hintern. Über Jack-Essen. Boah, den habe ich den Schädel runtergefahren. Ja, und der Kopf ist weggeflogen. Den hätte ich looten können beim Vorbeifliegen. Den Kopf aus der Luft geschnappt. Richtig schön lecker. Guck mal, da vorne raucht's. Ja, da raucht's wieder. So, da sind die Mendele, die machen wieder irgendwie Schindluder. Die schießen sich doch da hinten eine Knorre hinterm Ofen weg. Boah! Na, das passt so. Bist du? Steig mal aus. Alter, er und, hat was so einen Matschschädel. Er hat so einen Kaugummi-Kopf. Mr. Lollipop. Mr. Lollikopf. Lollikopf. Mr. Jello ist das. Ist ja, mein Name ist Mr. Jello-Head. Als Kind haben mir sehr viele alte Herren an meinen Jolleck gelangt. Da muss ich dieses alte Ego erschaffen, um mich zu schützen. Ja, aber er hat eine Herrenhandtasche hier liegen lassen. Echt? Hat er so eine Gauchi? Also ich habe eine Gauchi gefunden gerade. Hier vorne habe ich eine Gauchi gefunden am Zelt. War vielleicht auch hier irgendwie die gute Nacht-Gauchi. Late-Night-Gauchi. Ich muss mir aber mal so einen Crack machen. Weil jetzt ist hier so viel Kopf und so, weißt du? Ich habe meinen Topf nicht dabei. Der ist in der Basis. Hast du deinen dabei? Nein, ich habe meinen Topf auch in der Basis gelassen. Jetzt sprügelt's auf eine Frau aus Frust ein oder was? Obwohl sich jetzt aber auch ein bisschen gausen, ne? Nö, ich mach, du musst hier immer so. Immer ja, wenn da Gausen sind, musst du immer. Musst einen Anfall bekommen, quasi. Schaum vor der Lippe. Ja, weil damit kommen Algorithmen und KIs noch nicht klar. Zum Glück hat sich das Wort Gausen noch nicht etabliert. Ja, eben, und wenn du hier das Parkinson-LP machst, kannst du keine Algorithmus hier nix. Glaubst du, irgendwann wird jemand Ranschit stecken, dass es Gausen gibt? Also, was das bedeutet? Weiß ich nicht. Dass da jemand so anruft, hallo, spreche ich mit Ranjit? Gausen. Der ist Kontrolleur von Kies und Kreis, der bei YouTube arbeitet. Ja, ja, das Schlong hat er schon, Schlong kennt er mittlerweile. Schlong kennt er, ja, Schlong. Na, Schlong. Aber Peter Gausen ist für ihn immer noch, Weiß ich nicht, wer ist dieser Mann, ne? Der googelt immer, aber findet nur komische Bilder. Alter, die Bäume, die ziehen aber auch Baum die Karre. Einen, guck dir das mal an, wir sind im Wald, das heißt The Forest. Aber du nicht. Zielst immer drauf, dann, nein, anstatt auf die Lücke zu steuern. Ja, aber wenn du einmal schwenkst, dann schwenkt er schon wieder irgendwie in die andere Richtung. Der war jetzt gezielt, da war nichts geschwenkt. Der schwenkt. Guck mal, da hängen Männer. Noch mehr Männer, wie viele hier rumhängen, ne? Ja gut, das ist so ein Hängewald, ne? Man Cave. Zwei und ein halber Mann hingen da. Two and a half man wurde hier erfunden. Früher wäre es ein Easter Egg. Ja. Jetzt bist du hier in den Beef-Bunker, ne?
Ja, oh, da war ein Typ, ey. Ali Bubu und die 40 Bestäuber sind ja auch im Wald unterwegs. Ali Bubu. Und die 40 Betreuer. Die 40 Betreuer. Ihr seid alle gern Spaghetti. Ali Bubu, Alter. Es gibt doch wieder eine Anzeige hier, wegen kultureller Aneignung. Nee, wieso? Wir haben uns ja nicht als er verkleidet. Wir haben ja. Es ist ein er, Ali Bubu. Keine Ahnung, seine 40 Betreuer sagen ja. Ali Bubu und die 40 Betreuer, Lies. Du trägst so viele Golfbatterien, ey. Was hatten wir damals? So die 40 Raper, Lies oder sowas, ne? Ja, ich weiß es nicht mehr, ey. Ei, ei, ei. 100 Jahre Zombie, ne? Das müsst ihr angucken, die ersten 100 Jahre. Da lachen heute noch Leute drüber. Das ist wirklich ein Evergreen. Absoluter Evergreen. Hä, warum sind wir jetzt hier nochmal? Ach so. Ist doch ein anderer Bunker. Ist denn, aber, wir wollen doch jetzt ja, in den Food Bunker. In den Food Bunker wollen wir. Hey, und da wollen wir doch hier Slenderman und seine Frau irgendwie erledigen, oder nicht? Slenderman, ja. Slenderman. Schwengelman. Kommt nachts im Wald. Slenderman. So im Anzug und er ist so käseweiß, nur sein Schlong hängt vorne raus. Ist voll gruselig. Klingt für einige wie ein Traum, ne? Also so ein paar Brainwürfel. Hast du ein paar Superbrainer gegessen? Ein paar Superbrainers nehme ich also. Ja, ich steck die ein. Vielleicht grill ich die später, essen, oder? Dann hast du Wissen über sie. Dann hast du Wissen. Ja, dann ist das Fragezeichen weg. Auch hier so trockene Nudeln, die fege ich mir vor allem. Die geben mir auch Schub. Boah, hier liegt auch noch richtig frisches Gammelfleisch rum. Schön frisch durchgegammelt. Hier Steakstücke, da kann man nicht so viele mitnehmen, ne? Nee. Hey, der Saugroboter ist durch irgendein Defikat gefahren und verteilt das jetzt. Guck mal, ich lass mich abdefiklieren, das ist so. Ja. Er kann sich entstäuben. Ein schöner Entstäubungsdampfer. Muss mir schön die Falten freibügeln. Die alten Dampfermampfer. Die alten Darmdampffalten. Darmdampf. Ich hatte eine ordentliche Darmdampfverletzung. Was haben die angepflanzt? Kresse, ne? Ist doch Kresse. Ja, so Kressekräuter. Babys. Das ist Salat. Salat. Schön. Rocola. Schöne Kalalorien drin. Kalalorien? 1000 Kalalorien hat das. Boah, look at this. Oh, hat er auch die Kalalorien? Und eine frische Kräutermischung hat er auch dabei gehabt. Und irgendwie Kressesamen. Ja, so eine Aktivmischung hat er, ne? Eine aktive Kressemischung, ja. Hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Bolzen. Ja, Bolzen hat man auch schon irgendwie da in der Druckerhöhle 100 Stück. Der hat hier noch einen alten Salato. Der ist an Salat gestorben. Guck, Tom wie gefährlich Salad, Salat ja. ist. Mandelmilch, sie hören mir häufig zur Todesursache der Menschen. Außerirdische rühren das nicht an. Ach guck mal, Mandelmann ist auch da. Ja, Mann Edelmann. Oh, ich muss erstmal kurbeln hier. Ich bin erstmal einen Stock reingejagt. Schön der Stöckel. Ja, da spritzt er, der letzte Spritz. Dann reinstechen. 3, 2, 1, Stich. Schön in die Mandelmitte. Schön in den mittleren Mandelzweig. Mandelmann, Mandelmann. Ins Mittelmandelmaul. Man hat mir ins Mittelmandelmaul gestochen. Ich hab eine Zahnlücke, in der man die Mandeln sieht. Großvater Lückenzahn hat gesagt. Ich mach mal ein bisschen. Ich mach mir mal Bomben. Ich hab gar nichts mehr. Eine Uhr und Kleingeld war das, ne? Hab ich Kleingeld? Wo ist Kleingeld? Hier drüben. Kleingeld ist, ja. Weil wir haben ja irgendwie auch nichts mehr so an Sprengkörpern, ne? Nee. Seit der großen Dienstagssprengung 72. Warte mal, was brauche ich noch? Haftbombe?
Uhr. Uhren, Klebeband Rad. Und Rad. So. Oh, mehr habe ich nicht. Man kann ja nur 4 C4. Na, oh, was denn? Aber da lag ja noch ein Riegel rum und den schlapper ich jetzt direkt rein. Wo haben wir denn Dings? Was brauchen wir denn dafür? Was meinst du? Haben wir Bolzen für so einen fetten, explosiven Kohlefaserpfeil? Wie baut man Keine das? Keine Ahnung. Was muss man haben? C4 und dann? Kohlefaserpfeil, Draht. Schockkohlefaserpfeil klingt auch gut. Mit Batterien geht der. Batterien, aber was für Pfeile brauchst du da? Brauchst du da die richtigen Pfeile oder kannst du auch Holzpfeile nehmen? Nee, ich glaube, du brauchst schon die... Die Bolzen, aber wo sind die? Ich finde die nicht. Die sind... Gibt's nicht. In den Kisten? Nee, aber irgendwie da in der Richtung müssen die sein. Wie groß dieses Inventar einfach ist, ne? Ah, oben an den Deckel der Kisten. Ja, muss die Kohlefaserfallen nehmen. Davon habe ich genau 5. Ich habe 4. Das war nicht mal so ein Ding. Lagen da noch welche? Boah, da kriegst du aber auch gleich einen ganzen Schwengel voll. Ich gehe noch mal kurz gucken, ob da noch welche rumliegen. Ja, hier sind nochmal welche, oder? Nee. Das ist ein Salatköpf. Hä, warum fallen jetzt die ganzen Salatköpfe hier außen? Die schimmeln halt weg. Nein, hier schmeißt jemand die Salatköpfe raus. Das alte Rucola-Fest hier gefeiert. Ah, hier sind welche. Geil. Aber wie lade ich den jetzt rein, den explodiven Superfall? Ich glaube, warte mal. Wie ging das nochmal? Auf X oder so oder V, irgendwie konnte man die Munition wechseln. Und mal schieß mal ein. Armbrustbolzen. Oder braucht man dafür einen Bogen? Vielleicht geht es gar nicht damit. Ja, vielleicht geht es nur mit einem Bogen. Geht es mit einem selbstgebastelten Bogen? Du kannst ja auch einen Bogen bauen. Aber wie? Mit Stöcke und Seil oder was? Ja, mit Seilen und so. Man kann auf jeden Fall einen Bogen bauen. Hier, handgemachter Bogen. 2 Stöcke, Klebeband und Seil. Jetzt schuster ich mir da so einen Bogen zusammen. So, jetzt habe ich den. Munition eingestellt auf 3D-Druckerpfeil, aber wie ändere ich die Munition? Bei der Shotgun steht es dabei. Tja, vielleicht braucht man dafür wirklich den Kampfbogen da. Ja, bei mir hat er jetzt explosiver Kohlefaserpfeil, hat er jetzt drin. Echt? Aber wie hast du den reingewechselt? Ich habe einfach den Bogen in die Hand genommen. Mehr. Da habe ich nicht gemacht, keine Ahnung. Ha. Was kann ich denn mit den 3D-Druckerpfeilen machen? Kann ich explosiver Druckerpfeil, giftgedruckter Pfeil... Oh, Giftpfeile. Feuerpfeile. Ich schieße das jetzt gleich erstmal irgendwem ins Gesicht. Ich mache meinen Feuerfall noch ganz schnell, warte. Oh, ich Bock drauf. So einen schönen Lappen drauf. Alter, wie hat das rabiat die Flasche da über den... Warte mal, jetzt schieße ich mal mit dem hier. Und jetzt habe ich Feuermunition. Geil, Mann, die muss ich aber davor anzünden. Jetzt bin ich ein richtiger Fighter. Jetzt fühle ich mich ein bisschen wie John Rambo. Ein bisschen Rambo-mäßig unterwegs, ja. Ich hab einen leichten Rambolius in der Hose. Rambolius, mein Sohn. Das ist der Sohn von Rambo. Rambolius. Wieso Rambolius, John? Naja, mein Nachname mit Anabolika. Rambolius. Ist vegan. Power-Veganer der Stufe 9. Der Coolius. Schattenveganer. Er nennt sich nur vom Schatten von Früchten und. Ich bin Intelligenz-Rapper. Ich bin Coolius. Intelligenz-Rapper?
Ich rappe nur intelligente Sachen. Alle meine Matheergebnisse sind richtig. Ich bin Math-Rapper. Ah, das ist auch ein Drogenproblem. Nein, ich renne. Ich rap über Mathe. Mathe only. Und wenn wir da oben sind, muss man an die Monitore gucken. Da siehst du dann irgendwie the story of Lady Dreibein. Ja, wie sie sich halt verwandeln, ne? Das ist, weil ja, das die irgendwie das Zeug gegessen haben oder so. Ja, zack, auf einmal, die tragen die irgendwie als Haut, also als Anzug, ne? Ja, aber das ist nicht das Zeug, das ist das Gold. Das Gold ja, löst das irgendwie aus. Ja, aber nehmen die das Gold denn nicht irgendwie zu sich, wegen... Ja, stimmt, die fressen das. Ja, wegen ja, aber sie... ewiger Jugend und so einem Kram. Ja, genau, wegen so Alien-Jugend und so... Schön richtig tief ins Skrotum Alien-Jugend reinspitzen. Das alte jugendliche Spannskrotum. Hast du den Laptop angeskrotumt? Ja, ja. Na guck, jetzt wird uns gesagt, auf der Rückseite der Insel. Wir haben die Boote verlassen, dort zurückgelassen. Ich hab super viel vergammeltes Fleisch im Rucksack. Muss ich auch mal rauswerfen hier. Sollen wir hier ein Feuerchen machen? Ne, ist ja verdorben. Kann ich eh nicht mehr grillen. Ich hab nur Jutes. Ah, Alter, ich hab so viel Happy Meals und so dabei. Das geht schon. Na, ich hau mal auf den Grill. Hier für Familie Hansen. Ich wurde gut erzogen. Alter, dieser Tisch. Was? Oh mein Gott! Sprengler geht an! Okay, das ist ein krasses Detail. Ich muss gegen heizen. Ich heiz gegen den Sprengler. Das kannte ich noch nicht. Nee, ich auch nicht. Krass. Ne, okay, kannst das nicht. Kannst nicht grillen. Das geht, aber das, wie lange muss es drauf? Zählt es jetzt schon als angegrillt? Weiß ich nicht. Aber du kannst hier drin. Ah, doch, grillen. Ja, ist angegrillt. Okay. Krass, oder? Ja, kannte ich noch nicht, ne? War jetzt echt. Crazy. Crazy, sexy und ein bisschen cool. Bleib einfach crazy, sexy, cool. Das haben sie doch jetzt aus dem Album Crazy Sexy Cool. Oh, Captain Gene. Nenn mich einfach Gene. Der schleppt uns hier weg. Nein, ich habe mich nur ein bisschen ausgeruht. Kommen wir jetzt, wenn wir hier reingehen, sofort? Ja, jetzt geht's gleich rund. Ja, ich habe Katzen. Warte, was? Du hast eine Katze? Ja. Ich habe keine. Ich schleiche hier so rein, Parcours. Ich sehe die hier stehen. Ganze Bande. Jetzt springen die Ratten, oder was? Mr. Puffin. Mr. Puffin? Alter, die Puffs. Die Puffkuhle. Richtig, richtig ekelhaft. Puffingtons Cousine hat irgendwie... Ey, ich muss nochmal ganz schnell hier... Kommen die hier raus? Ja, wissen wir noch nicht, ne? Ich hab das gefixt. Weil das ging ja irgendwie nicht. Wo ist mein Bogen? Ja, ja, deswegen. Ich hab meinen, musste meinen auch irgendwie. Oh, die kommen raus, ja. Vorsicht. Ich versuch die jetzt mit dem. Aua! Ich hab die voll abgesperrt. Achtung! Boah, erstmal voll der alten Puff ins Herz. Ein Sprengfall? Ja. Uff. Hab ja noch mal einen mitgegeben. Ich stecke hier noch einen Pfeil rein, Vorsicht, die explodiert gleich. Uff. Alter. Es hat ja auch überlebt. Aber Mama Puff ist auch richtig. Aber jetzt ist sie down. So, wir sie, ey, guck mal, wir können sie häuten. 3, 2, 1, häuten. Ich will Puffhaut tragen. Ich auch. Ich will Puffys Haut, ey. Alter, die Puff. Oh, aber Mr. Puffling. Oh, die hat sogar zwei Lippen gegeben, voll realistisch. Ach, der explodiert. Ich hab keine Pfeile mehr.
Ah, ich muss. Wo ist denn der Bogen? Wo finde ich den dann? Auf welcher links, Seite? Links, drüben? Links, links beim. Ey, wie er sich umdreht, also ich bin Onkel Turnaround. Aua! Hier, alter Brandbogen. Boah! Boah, komm, von sein Seniorenherz. 3, 2, 1, Senior. Alter, eine Hothaut. Eine richtige, Hothaut. Eine richtig hotte Lederhaut. Richtige Lavakimme hier. Heute habe ich Lavakimme gegessen. Boah, da müssten wir uns am 3D-Drucker ja die übelsten Pfeile drucken in rauen Mengen, ne? Eigentlich schon. Na, guck, hier haben sie irgendwie Kanapés mit Gold genascht. Haben sie richtig schön Gold geschlabbert. Und das war jetzt die krasse neue Voiceline. Ah, Mr. Pafton. Und das war's ja eigentlich schon, ja, ne? Ja. Hat sich gelohnt. Wow. Ach, hier ist ein Fernseher. Ja, der ist neu, oder? Ja. Kann man da Ton anmachen? Mach mal das Radio da hinten irgendwie aus. Wo ist es denn, das Radio? Hier irgendwo. Irgendwo ist ein Radio. Oh. Was machen die da? Irgendwie Sternzeichenanalyse und sowas? Ja, und die Werbung für ihren eigenen Shampoos, den Alter, sie Alter, Holospring. Holospring. Dem Pafton seine Karte gefunden hier, seine Sitzplatzkarte. Der Entertainment Bunker. Alter, da ist noch ein Typ mit einem Ding im Herz und so. Der hat noch. Ich hab gar nicht mich hier umgeguckt. Wo war denn die Puff-Karte? Auf dem Tisch irgendwo. Da auf dem Schwengeltisch. Achso, in der Mitte. Im ich rasiere hier einfach die Pafton-Friends. Die Cousine eigentlich, Puff. Eigentlich ist das doch die Epstein Island hier. Schon irgendwie, ne? Da war doch der Blizzard-Chef auch da, ne? Ach, da waren alle. Irgendwie waren da alle auf dieser Insel, was da abgegangen sein muss. Wurdest du auch eingeladen? Ich? Nee. Dafür brauchst du ja mindestens irgendwie 2 Millionen Abonnenten oder so. Mr. Beast, der wurde eingeladen. Er hat seinen eigenen 200-Millionen-Button gekriegt, ne? Ja, klar. Das macht YouTube dann. Baut dir so einen wertlosen Button irgendwie im Endeffekt. Ist ja wohl das Mindeste dafür, dass du denen die Rechnung bezahlst. Aber Moment, du hast keine Keycard oder sowas gefunden. Bis jetzt nicht, nee, du? Nö. Nee. Ich hab nur hier Barbara Pafton, so ein Kram. Jetzt guckt er sich das nochmal an. Hier ist auch Hank Keys. Alter, die haben mich ins Spiel gebracht. Ich bin ins Wasser gefallen. Mann, ich bin noch nicht. Die Folge ist auch rum. Kommst du wieder rein? Ich bin hier. Ja, Hank Keys, guck mal hier. Ja. Ist der Hanky am. Mr. Hankies. Ich hab den Fernseher kaputt gemacht. Na gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bitte kommentiert. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.